60 am Abgrund, in der Arena klatscht sich nur noch die Szene, die Hand und ein erkennbarer Schwund der ach so tollen Fanclubs, sauft euch lieber den Schädel weg und pöbelt dann auf Facebook gegen Ultras für den Werbezweck für euren Messias Hassan, ein Löwenzoo, ja krass Mann, und vielleicht ein neues Stadion, wie naiv ist das denn jetzt mal ehrlich, ja? Liter Bier und Schweinsachsen, die Kneipe eurer Wahl wird zu einem Pöbellokal und alles ist scheiße und Ultras verpisst euch und wie die Mannschaft heute spielt, kann kein Mensch mehr genießen, da müssen mehr Biere fließen, definitiv und überhaupt, was der Kagelmacher macht, ist das wahr, warum steht denn der Lindl jetzt hier und nicht da und dein Doppelpass wäre besser als diese scheiß langen Bellach und der Trainer zeigt keinen Einsatz, hat doch eh keine Lust, ja, ich weiß, ihr habt's schon vorher gewusst, man wacht auf für unsere Löwen, lasst es saufen und das Pöbeln kriegt den Arsch hoch für 60. Diese Fratze ist hässlich, die des Abstiegsgespenst uns zeigt, aber beschwert euch nicht, wenn ihr nach der Saison weint, weil der Investor euch verarscht, hat ihr so viel Geld in der Kneipe für Biere gelatzt, das Stadion wäre billiger gewesen und die Mannschaft hätte vielleicht mit Lieb und Unterstützung den Traum wahrgemacht. Aber was bringt uns das Bauernvolk, das dann bei Facebook schreibt, scheiß Pyrotechnik, alles Stadionverbot, ihr seid keine echten Fans, überdenkt euer Verhalten, grüße euer Jens, er hat ein Spiel live gesehen, damals mit den Freikarten, ich glaube, das war das Spiel, an dem er zufällig mal Zeit hatte. An dem Jens zufällig mal Zeit hatte. Aber die Weisheit hat der Junge mit Löffeln gefressen und der weiß auch, dass diese Ultras nur den Gegner verdreschen und Rechtschreibung beherrscht er klar, er weiß, wie das geht. Alles, was da fehlt, sind nur noch Grundlagen zum Alphabet. Was ist denn los mit dem Verein? Es kann verdammt nochmal nicht sein, dass in den Netzwerken geschimpft wird und dass das Stadion währenddessen keinen Menschen mehr bindet. 60 muss zusammenhalten, wir alle haben Angst um unseren Traditionsverein aus München-Giesing mit dem Löwen. Also Stimme ölen, ins Stadion strömen für die Farbe. Alles geben, nicht mehr meckern, sondern Gas geben und am Ende der Saison dann auf 60 das Glas heben.